Ja. Wir haben ja die Nummer 1. Ach, hier, guck mal. 1 haben wir aktiviert. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen noch die 2 und die 3 aktivieren. Oh Gott, das ist ja schon wieder so spannend. Ey, deswegen liebe ich Fallout 4 wirklich so sehr. Meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 312. Diesmal aber wirklich, wirklich. Jo, wir haben hier unten noch Cranberry Island Sumpf zu entdecken. Achso, ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, ich habe den Spielstand zurückgesetzt. Und wir haben da auch noch ein Fleckchen zu entdecken. Geil. Ich habe den Spielstand zurückgesetzt, weil ich nichts gefunden habe, was mir irgendeinen Vorteil gibt, diese Quest abzuschließen. Und da ich einfach noch in Arcadia ein bisschen rumlaufen möchte, um zu gucken, keine Ahnung, kann ich da noch irgendwie mit jemandem labern? Kennen wir irgendwas nicht? Können wir noch irgendeine Quest annehmen? Da dachte ich mir, machen wir lieber das, als dass wir einfach nur fucking Erfahrungspunkte bekommen und Strong und Smug, auch wenn Strong und Safe eh mögen wird. Na, mit der Zeit. Also, come on. Come on. Und vor allem haben wir hier einfach noch mehr zu entdecken gerade. Also, was ich jetzt gerne hätte, wäre irgendwie ein Tag, weil hier ist. Oh, guck mal, hier ist. Oh, was haben wir denn hier? Schaut mal. Da, ich mach mal die Funsel an. Hier haben wir eine Laborstation. Und. Ah, guck mal einer an. Buffot. Buffot. Nee. Hier. Cranberry Island Sumpf. Okay. Was? Ja, alles gut. Was gibt es denn hier? Also, da hinten habe ich gerade schon was gesehen. Da gehe ich gleich hin. Aber was gibt es denn hier noch so zu entdecken? Irgendwie nicht so viel bisher, oder? Hier ist nichts, da ist. Nicht so viel bisher. Was? Ah, ja gut, wir sollten hier vielleicht. Kann ich hier raushüpfen? Ah, so halb. Na. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Okay, wir gehen mal hier lang und da lang und hier und hier und gehen mal hier rein und gucken, was ist hier so? Hier ist ein. Na gut, Superkleber nehmen wir immer mit. Aber das ist hier ein bisschen mau. Gibt es hier irgendwelche Unterlagen? Gibt es hier irgendwas zu entdecken? Gibt es hier Spaß? Gibt es hier Funny Fun? Na gut, hier gibt es. Oh, was haben wir hier? Oh! Elizas Tagebuch 1. 15. Februar 2077. Opa Pat hat heute im Schlaf rumgebrüllt. Hat er schon mal gemacht, aber dieses Mal war es so laut, dass ich aufgewacht bin. Ich habe gesehen, wie Mama was rüber ist und nach ihm zu sehen. Zum Glück hatte sie ihren Mantel an. Es sieht verdammt kalt da draußen aus. Ich habe letztens gehört, wie sie mit Papa darüber gesprochen hat, dass Opa bei uns einziehen soll. Ich glaube, das will ich nicht. Okay. Nehmen wir mal mit. Gibt es hier noch mehr Tagebücher? Das wäre irgendwie interessant. Schade. Okay, der hat rumgebrüllt, der Opa. Aber warum? Oh Gott, das ist diese Dunkelheit. Meine Güte, dieses Wasser, diese Dunkelheit. Ich habe ja auch keinen Stuhl jetzt, um mich hinzusetzen. Bisschen schade. Was haben wir denn hier hinten? Was ist das denn? Das. Okay. Wieder Unterbrecher funktioniert nicht. Was? Was haben wir denn hier? Elisas Tagebuch. Nathan war draußen bei den Abflussrohren drüben bei Opa. Ich wollte es Mama erzählen, aber er hat mich gesehen, als er wieder zurück ins Haus kam und sagte, ich solle wieder ins Bett gehen. Er schaut mich jetzt immer sauer an, wenn ich es Mama erzähle. Nee, er schaut mich jetzt immer sauer an. Wenn ich es Mama erzähle, wird er noch mehr auf mir rumhacken. Hä? Was? Nathan war draußen bei den Abflussrohren, drüben bei Opa. Ich wollte es Mama. Drüben bei den Abflussrohren, okay. Was haben wir denn hier? Kann ich da irgendwas. Ah! Bei den Drähten fällt dir auf, dass mehrere nicht verbunden sind oder fehlen. Neu verkabeln 5. Ja, let's go. Ah, perfekt. Okay, dann. Seht ihr mal, einfach hier so ein bisschen rumlaufen. Das ist schon cool. Dann let's go. Und jetzt? Bei den Abflussrohren. Warte mal, hier sind doch Abflussrohre, oder nicht? Okay, was habe ich jetzt hier eingeschaltet? Was habe ich jetzt hier gemacht?
Ist hier einer? Alter, da ist eine scheiß Tür. Und hier ist ein Gegner. Oh Gott. Oh Gott, Digga, wo bist du? Albino, hörst du, willst uns nicht? Hab hier kein gutes Gefühl, gell? Okay. Aber wie soll der denn unter uns sein? Das verstehe ich jetzt nicht, aber... Kann ich die Tür öffnen? Ja, ich weiß, dass die Tür verschlossen ist, Mann. Kann ich die nicht aufmachen? Warte mal. Warte mal, wenn ich den jetzt... Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wenn ich den jetzt hier nochmal durchbreche, ne? Kann ich nicht. Hä? Moment. Für die 1. Ah, Moment. Für die 1. Okay, das habe ich verstanden. Für die 1. Da habe ich schon mal was aktiviert. Wenn ich das jetzt richtig sehe, gell? So. Wo ist denn dann das für die 2? 1 und 2. Ah, hier gibt es noch mehr. 2 und 3. Ah! Okay, ich mache hier mal einen neuen Spielstand. Spielstand meine ich. Und... Das ist ja interessant. Okay, dann lass uns mal gucken. Legendärer, willst du mich verarschen? Legendärer, degenerierter Redhirsch. Dein scheiß Ernst? Okay, warte mal. Degenerierter Redhirsch, du bleibst mal bitte genau da, wo du bist. Das ist ja total geil. Du kommst jetzt mal her. Ja. Komm her. Ne, da bist du. Oh! Mann, was hast du denn? Durchschlagende Fatman von einem Red Hirsch. Ist das dein Ernst? Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Durchschlagende Fatman. Das ist ja der Wahnsinn. Mini-Atombomben verstanden. Das ist ja crazy, Maisie. Das ist ja wirklich crazy. Krass. Okay. Was haben wir denn jetzt hier entdeckt, kurz? Ich weiß nicht, ob ich hier schon einen neuen Spielstand... Doch, habe ich schon gemacht. Wir haben hier noch mehr zum Öffnen, wie wir gesehen haben. Das Problem ist, hier ist es halt ein bisschen Nacht und es ist irgendwie ein bisschen blöd. Wo geht's denn hier hin? Also. Ist hier... Ne, hier... Warte. Ne, hier ist kein Hebel, Schalter oder sonst was. Da oben drauf vielleicht. Da, ah, okay. Heilige Scheiße! Scheiße, wo kommst du denn her? Wow. Dicker! Okay, ist kein Ding. Warte, wir machen das mal ganz kurz mit Jetty die Jetson. Komm her. So, und wir haben natürlich wieder... Wow. Komm her, in die Fresse schießen wir dir. Ja, komm, das war doch okay. Noch einer. Das war doch... Ah, das war doch schön. Das war doch wunderschön. So, dann let's go. Was hast du für uns? Haarklammer, ein gemütliches Kissen. Okay, nehme ich mit. Ist kein Problem. Aber wie können wir jetzt diese Tür hier aufmachen? Wir haben hier Nummer 1. Nummer 1 haben wir... Diese Tür ist verschlossen. Ja, Digga, das merke ich. 1 haben wir aufgemacht. Okay. Brauchen wir noch mehr? Haben wir hier noch mehr Verstärker, Stromdinger? Wenn wir uns einfach mal angucken. Ist hier noch irgendwas? Weil hier läuft ja Licht. Und da habe ich hier irgendwas übersehen. Da unten ist auf jeden Fall der Generator. So, lichtmäßig. Warte mal, wo geht denn das Kabel hin? Ich will jetzt hier nicht irgendwie was verpassen, gell? Da geht das Kabel hoch. Wo geht's weiter? Weil es geht ja da... Oh. Ja! Gott, ich komme hier nicht hoch. Es will nicht. Es will einfach nicht. Also, kabeltechnisch sehe ich jetzt hier tatsächlich nichts. Okay, dann verstehe ich es nicht. Aber ich habe doch hier dieses Ding, habe ich doch aktiviert, oder nicht? Die Nummer 1, genau. Hier ist ein Rädchen, das kann ich nicht benutzen. Warte mal. Ja. Den haben wir aktiviert. Ah ja, seht ihr, das schaffen wir auch so. Respekt ist gut. Respekt ist ein gutes Wort. Strong, Mensch kämpfen gut. Ja, ja. Supermutant. Ja, ja. Klar, ja, ja. Mensch, hat man schon.
Töten und teilen? Moment mal, du tötest und teilst gerne? Alle Supermutanten eins. Zusammen, wenn teilen alles, machen bessere Kämpfer. Alle Supermutanten gegen alle anderen. Okay. Alle Menschen eins. Zusammen. Alle Menschen gegen alle anderen. Kämpfen zusammen. Töten alle anderen. Ist kein Problem. Mensch und Strong. Ja, ja. Okay, wunderbar. Dann hätten wir das ja auch mit dir. Jetzt ist aber mal die Frage, ganz ehrlich. Da ist, guck mal, hier sind ja noch mehrere Kabelstränge. Hier geht's auch rein. Da. Ist hier noch irgendwas zum Aktivieren? Weil wir haben ja jetzt hier Kabel 1 und 2 gesehen. Stimmt nicht. Nicht Kabel 1 und 2. Ich zeig's euch gleich nochmal. Es ist hier gerade so ein bisschen, ja, buggy will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen verstrickt hier. Hier ist halt auch nichts. Wenn ich jetzt hier oben, da ist er. Ja, ja. Wir haben ja die Nummer 1. Ach, hier, guck mal. 1 haben wir aktiviert. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen noch die 2 und die 3 aktivieren. Oh Gott, das ist ja schon wieder so spannend. Ey, deswegen liebe ich Fallout 4 wirklich so sehr. Einfach, man macht hier einfach nichts wirklich und entdeckt dann einfach coolen Scheiß und dann hat man einfach wieder für sich selbst was zum Entdecken und zu machen und zum Tun. Deswegen gucken wir mal, ob hier oben irgendwas ist, ob wir hier irgendwas aktivieren können. Wäre zumindest cool, aber ich befürchte, hier ist ein Brahim-Schädel. Hier ist noch ein Ventilator, der aus irgendwelchen Gründen läuft. Windkraft? Na, wahrscheinlich. Kann ich nicht aufnehmen, Digi? Hallo? Ich kann ja halt nicht aufnehmen. Na gut, sei es drum. Da ist ein Hund. Ach Gott. Okay. Was? Hey. Alter. Habe ich dich platt gemacht? Ja, die habe ich platt gemacht. Ja, ich hätte gar keine Angst vor dir. So, hier ist Wimquarz, okay. Guck mal. Ach, hier, guck mal. Elizas Tagebuch. Papa und Steve haben sich angeschrien, als sie heute Morgen nach Hause kamen. Ich weiß nicht, worum es ging, aber Papa hat zu ihm gesagt, dass, wenn er die Pumpen nicht am Laufen hält, nicht nur die Rohre dicht machen. Ich wünschte mir, Steve würde einfach nur seine Arbeit machen. Ich hasse es, wenn sie sich streiten. Okay, cool. Ich glaube, wir haben hier wirklich was Cooles entdeckt, jetzt mal bei aller Liebe. Das heißt, im besten Fall müsste hier doch auch so eine Art Generator, Pumpe oder sonst was sein, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Hier ist nichts. Ist hier vielleicht nochmal... Hey... Interessant und spannend tatsächlich. Sehr, sehr interessant. Ich suche jetzt halt hier diesen Generator. Ich weiß nicht. Oh, geil. Kann ich jetzt hier endlich mal ein paar Stunden pennen? Sehr gut. Sehr gut. Weil jetzt haben wir es nämlich ein bisschen heller. Hat jetzt nicht zu heißen, dass es uns hilft. Aber ich mag es halt einfach, wenn es ein bisschen heller ist. Okay. Hier. Könnte irgendwo ein Generator sein? Wir gehen mal hier auf das Schiff. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier irgendwas drauf ist. Hier ist ein... Da ist ein Safe. Oh, guck mal einer an. Experten-Safe. Na, jetzt können wir hier wieder ein bisschen rummachen. Na? Ah? Oh, come on jetzt. Der Mini-Fitzel. Komm. Ach, dein Ernst? Boah. Immer diese Expertenschlösser, gell? Ja. Ah, die bleibt hier. Das braucht. Ach komm, nehmen wir mit. Das auch. Wunderbar. Aber hier ist nichts. Da hinten ist ein Bäumchen. Das werden wir auf jeden Fall noch aktivieren. Wo könnte hier dieser Zweier-, Dreier-Generator sein? Wo könnte das sein? Hier ist noch eine Kiste. Einfach eine fucking Atommine. Scheiße, Junge. Also, wir sollten... Beziehungsweise, warte mal, war da oben vielleicht was? Ja, das ist nur eine Leuchte. Schade. Ich habe gehofft, hier wäre irgendwie mehr. Hier ist aber, guck mal, hier ist ein Bettchen. Ein Bettchen, aber... Schade, sonst nichts. Hm.
Da, warte mal, wo gehen wir denn dann da hin? Ah ja, da geht es dann wieder runter zum Cranberry Docks, Cranberry Island Sumpf. Okay. Ja, spannend. Irgendwo muss doch hier noch ein Generator sein. Eins und zwei. Und drei natürlich. Was haben wir hier? Ah, okay. Geh die Kappe, nehme. Hier ist Elisas Tagebuch. Perfekt. Ich kam heim von den Docks, von Kistenstapel und habe gesehen, wie Opa auf der Veranda saß und den Himmel angeschrien hat. Er hat Sachen gesagt wie, sie werden uns den Hof wegnehmen oder wir müssen verhindern, dass sie sich an unsere Rollen und Generatoren zu schaffen machen. Die Ernte steht kurz bevor. Uns wurde klar, dass etwas nicht stimmt, als er nach Omas Tod auf einmal anfing, Nathan zu beschuldigen, dass er sich an den Maschinen auf dem Hof zu schaffen macht. Jetzt motzt er nur noch, dass uns die Regierung fertig machen will. Okay. Okay, also wir haben jetzt Elisas Tagebuch 1, 2, 3, 4 und 5. Spannend. Und hier ist hier noch. Wie cool. Da ist halt wirklich ein Generator. Leck mich am Arsch. Wie geil. Okay, cool. Dann, wenn er jetzt hier speichert, da ist. Was bist du für ein Vieh? Leuchtender Dingsbums. Und jetzt bist du kaputt. Perfekt. Danke. Dann hätten wir den nämlich. Haben wir noch. Moment, hier ist noch was. Wo ist da was? Das ist ja super spannend. Das ist ja super, super cool. Okay, krass. Dann, was haben wir hier? Können wir das einfach. Und das funktioniert nicht. Warum nicht? Wo ist denn. Das ist die Nummer 3. Okay. Was müssen wir mit der Nummer 3 machen? Wo ist denn hier? Ist hier an der Seite. Warum funktioniert der denn nicht? Okay. Hier vielleicht an der Seite? Da unten irgendwo? Ich mir hängen deine Ach du Füße Scheiße, wieder ein hoch. Vielfraß. Okay, ist kein Problem. Wow, ich habe den viermal daneben gegeben. Wow, Digga, dein Ernst? Oh Gott, Scheiße. Au. Oh! Der hat uns gut getroffen wieder. Sollten wir wieder schnell einen Jet nehmen und uns verpissen, bevor. Au! Mann! Komm! Okay. Das könnte vielleicht schon reichen. Ach, stimmt. Jet. Ah ja, das hilft ja jetzt. Ah ja, das. Mal besser kämpfen. Ja, alles gut. So, wo können wir das Ding denn aktivieren? Das wäre jetzt so die Frage. Irgendwo muss das doch gehen, oder? Oder da hinten vielleicht? Nee. War das letzte Mal war doch da. Das Ding direkt daneben. Der Unterbrecher funktioniert nicht, aber wieso? Könnte das da hinten vielleicht zu sehen sein? Boah, Mann. Warte mal, wo geht's denn da hin? Hier nicht. Oh, jetzt ist das natürlich spannend, gell? Wo geht's denn da hinten? Also wir können da hinten noch mal hin. Ach, guck mal hier, Elisas Tagebuch 5. Ich wünschte, Oma wäre noch da. Wir haben nicht so viel gestritten. Und Opa, naja, mir fehlt sie auch. Hä? Was? Ich wünschte, Oma wäre noch da. Wir haben nicht so viel gestritten. Und Opa, naja, mir fehlt sie auch. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Wie kann ich diesen Generator wieder zum Laufen bringen? Muss doch irgendwas. Hier oben vielleicht? Jetzt mal ehrlich, irgendwo müssen wir den doch wieder. Irgendwas muss man da doch machen können. Wieso funktioniert der nicht? Warte mal, hier lichtmäßig dahin. Ach, guck mal, da hinten geht's. Ah. Okay, wir sollten mal den Kabel folgen. Beziehungsweise, das werden wir im nächsten Part machen, meine lieben Zuschauer. Wir werden im nächsten Part den Kabeln folgen und dann gucken wir mal, was passiert. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein. Bis denn. Ciao.